Wir sind wieder da. Pokémon Mystery Dungeon, Retterteam Deluxe. Und ich stehe vom absolut letzten Akt dieser Story, vom letzten Kampf. Wir sind dafür vorbereitet. Denke ich. 4 Belebersamen, 2 Mini-Belebersamen, haufenweise Sinelbeeren, haufenweise Team-Belebe-Orbs. Ich schau mal nochmal nach, nicht, dass ich noch irgendwo welche vergessen hätte. Hallo, mein Freund. Leider keine geilen Belebersamen. Wie sieht's mit dir aus? Hast du noch Belebersamen? Ups, falsches Menü. Nein, du hast leider auch keine. Kumpel, es ist Zeit. Neon, bist du bereit, in die Welt über den Wolken aufzubrechen? Sehr gut, packen wir es an. Morgen brechen wir auf. Wir sollten uns heute Nacht lieber gut ausruhen. Morgen ist der große Tag. Lass uns unser Bestes geben, Neon. Ich fühle mich furchtbar. Wow. Okay. Ich höre das jetzt ja über Kopfhörer. Holy shit, wie die da mit fucking 8D-Sound spielen. Also, nicht ganz 8D-Sound, aber... Die nutzen wirklich das ganze 7.1-System, zu dem die Switch in der Lage ist, richtig hart aus. Und das ist übelste Sorte creepy, wenn man das vorher von dieser Konsole noch nicht erlebt hat. Sag ich euch. Also, no joke. Ist das ein Traum? Aber warum fühle ich mich so schrecklich? Was geht hier vor sich? Sowas ist mir noch nie passiert. Ah, du schon wieder. Na, wie gefällt dir mein Traumfresser? Fühlt sich mies an, was? Ich hätte gedacht, dass du ursprünglich auch mal ein Mensch warst. Das hatte ich nicht erwartet. Damit steht fest, dass du einen ziemlich miesen Charakter haben musst. Jetzt habe ich dich auf jeden Fall am Wickel. Ich werde mit meinem Traumfresser dein wahres Wesen enthüllen. Da kommt irgendwas. Was ist das für ein Licht? Und warum kommt es auf dich zu? Der Schmerz, er lässt nach. Gardevoir? Gardevoir, verrätst du es mir jetzt? Verrätst du mir jetzt, wer ich bin? Ja, die Zeit ist gekommen. Du sollst erfahren, warum du hier bist. Ich werde dir alles sagen, was ich weiß. Leon, du bist hierher gekommen, um diese Welt zu retten. Ich soll die Welt der Pokémon retten? Ausgerechnet ich? Genau. Wir haben herausgefunden, dass diese Welt kurz vor dem Untergang steht. Deswegen haben wir Ausschau nach einem Helden gehalten. Wir suchten nah und fern, doch vergeblich. Beinahe hätten wir schon aufgegeben. Doch dann stießen wir auf einen Menschen. Dieser Mensch warst du, Leon. Augenblick mal. Ich? Ein Held? So ein Quatsch. Ich bin nichts Besonderes. Ja, das hast du bei unserer ersten Begegnung auch gesagt. Du sagtest, du seist nicht stark. Doch wir suchten nicht nach körperlicher Stärke oder Macht. Wir suchten nach wahrem Mut. Nach wahrem Mut? Dann habe ich noch viel weniger. Auch das hast du damals gesagt. Aber danach hast du noch etwas anderes gesagt. Um festzustellen, ob du würdig seist, unser Held zu werden, wartest du uns, dich zunächst auf die Probe zu stellen. Und nur wenn du dich als würdig erweisen würdest, sollten wir dir die Wahrheit sagen. Um dich zum Test möglichst unbefangen zu stellen, wolltest du all deine menschlichen Erinnerungen vergessen. Du wurdest selbst ein Pokémon, um an der Seite deiner Freunde zu kämpfen. So kam es schließlich, dass du in dieser Welt gelandet bist. Das soll ich alles getan haben? Du hast allen deinen Mut bewiesen. Es besteht kein Zweifel mehr daran. Deine Aufgabe ist es, diese Welt zu retten. Und diese Aufgabe nähert sich nun ihrem Ende. Das heißt wohl, meine Aufgabe ist es, den Meteoriten aufzuhalten, nicht wahr? Ganz recht. Und wenn das vollbracht ist, kannst du in die Welt der Menschen zurückkehren. Oh, ich kann also wieder ein Mensch werden. Aber warte mal, das würde ja bedeuten, dass... Ja, das würde es. Du müsstest von Dennis Abschied nehmen. Ich muss mich von Dennis verabschieden? Dennis fühlt sich dir sehr eng verbunden, ja. Wenn du gehst, es würde deinem Freund das Herz brechen. Daran besteht kein Zweifel. Aber daran lässt sich leider nichts ändern. Die Wege kreuzen sich und die Wege trennen sich wieder. Weißt du, auch ich hatte einst einen teuren Freund. Er lag mir wirklich sehr am Herzen. Doch dann verschwand er irgendwann.
Ich weiß genau, wie einsam man sich fühlt, wenn man einen Freund verliert. Aber, weißt du, ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann wiedersehen werden. Ich glaube fest daran. Was war das eben? Wer mag das wohl sein? Es scheint, hat jemand versucht, diesen Traum auszuspähen. Aber hab keine Angst. Der Emma ist auch wahr, hat inzwischen wieder die Flucht ergriffen. Doch er hat ein Gefühl großer Trauer in diesem Traum zurückgelassen. Ich glaube, dieses Pokémon weinte, als es davon lief. Es dämmert bereits, der Morgen bricht an. Es wird Zeit zu gehen. Gehab dich wohl. Alles klar. Okay. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, so halb. Heute geht es los. Komm, Leon, auf in unbekannte Höhen. Huiuiui. Ja, ich möchte jetzt auf jeden Fall zum Kleinhain, wo ich einen Job und mehr Geld habe. Auf jeden Fall spielen. Gut, dass ihr da seid. Was macht Satu denn da? Es ist fast bereit. Das Teleport-Juwel. Das Teleport-Juwel? Kann man sagen, was man will, aber diese Cinematics sind übelste Sorte geil. Es ist vollbracht. Dies ist das Teleport-Juwel. Es wird euch in die Welt über den Wolken schicken. Hier, Neon, nimm es an dich. Yay. Wir mussten große Mengen an Psychokraft sammeln, um dieses Juwel zu erschaffen. Die Psychokraft stammt von Simsalat, mir und... Huch! Da war dieses Geister-Pokémon, das uns mit dem Juwel geholfen hat. Aber jetzt ist es verschwunden. Wo mag es bloß stecken? Ein Geister-Pokémon? Wer das wohl sein mag? Es ist sicher nur etwas schüchtern. Zurück zum eigentlichen Thema. Ich frage euch ein letztes Mal. Diese Reise birgt erhebliche Gefahren. Wollt ihr dennoch gehen? Und ab! Wir müssen zu Rayquaza und die bitten, den Meteoriten zu zerstören, richtig? Ich bin bereit, alles zu riskieren, wenn hier dadurch wieder Frieden einkehrt. Das ist mein einziger Wunsch. Und wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht, heißt es Abschied nehmen. Das waren gerade Wars Worte. Dann kannst du in die Welt der Menschen zurückkehren. Es ist soweit. Das wird mein letztes Abenteuer mit Daniel sein. Lass uns unser Bestes geben, Neon. Wir zählen auf euch, Daniel und Neon. Aua, wo sind wir? Ui, das ist ja cool. Wir sind auf einer Wolke. Oh, wow. Neon, sieh dir das an. Haha, Heiliger. Das sieht wieder nach Spaß aus und nach viel zu vielen Ebenen. Ein riesiger Turm aus Wolken. Wir müssen bis ganz nach oben. Rayquaza hält sich an der Spitze auf. Geben wir unser Bestes, Neon. Himmelsturm E1. Boah, das ist ein komischer Dungeon. Ach stimmt, die Dinger habe ich auch noch. Kann die Attacke was gegen? Die Attacke kann absolut gar nichts. Aber hey, die Gegner scheinen zumindest nicht so übertrieben gut und unbalanced zu sein.
Ja, das wäre jetzt vielleicht nicht ganz so schlau. Okay, ich mach mal dich weg. Also, merke, gegen einen Lunastein mit mehr Tempo sollte man sich nach Möglichkeit heilen. Hab gehört, das ist eine echt gute Idee. Weiter im Text. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie groß diese Dungeon eigentlich war. Ja, wer kennt's nicht mehr? Man bekommt einen Georg-Bock an die Fresse und das Pokémon denkt so, eigentlich doch völlig egal, ich stehe auf Schmerzen. Oder so. Es läuft ganz gut bisher, würde ich behaupten. Okay, wir sind an sich schon relativ tanky. Okay, wenn du jetzt schon... Ich bin behindert. Oh shit. Kreideschrei ist keine schöne Attacke. Für den, der sie abkriegt. Naja, komm, den machen wir jetzt nicht mehr. Oh, Schatzboden. Mini-Belebersamen. Ja, nice. Ah, Monsterraum. Alter, Verfolgung ist so unbalanced. Erstmal noch ein paar Steine rumschmeißen. Ah, das macht aber Spaß. Wie effektiv ist Steinwurf eigentlich? An sich schon relativ effektiv. Junge, Volltreffer und noch sehr effektiv. Was? Is this even fair? Weiß nicht, ich meide den Monsterraum mal lieber. Ich weiß, dass ich da einiges verpassen könnte. Heiliger. Ist das Zelkan Käfer-Pokémon oder warum frisst es so hart? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Nice, es regnet. Bei dieser Wetterlage steigt die Stärke von Wasserattacken, während die Stärke von Feuerattacken sinkt. Außerdem wird die Ebene in den Zustand entschärft versetzt. Heißt, keine Explosionen. Leider ist mein Mage schwächer, aber ich bin dafür stärker. Das ist wahrscheinlich ein ziemlich schlechter Trade, weil er im Allgemeinen deutlich stärker ist als ich selbst. Also man kann sagen, was man will, aber Absol ist halt komplett am Abgehen. Jo. Dann halt wieder Aquaknarre. Hohohoho! 127 Schaden! Hier liegt auch ein Haufen Geld. Gefällt mir. Dynamisches Wetter oder was? Was willst du eigentlich? Habe ich dir erlaubt, mich anzugreifen? Ja, offiziell fehlen... Kastanien. Warum regeneriere ich eigentlich nicht mehr? Schon. Nein, es passt nicht! Fuck!
ernsthaft, warum regeneriere ich eigentlich nicht mehr? Beziehungsweise, warum regenerieren wir nicht? Es ist halt schon ein bisschen... halt wirklich belastend, wie Momentchen, was? Textprotokoll, was war das? Sandsturm. Sandsturm? Über den Wolken? Alles klar. Es ist halt echt super hart belastend, wie ich unglaublich viel Schaden fresse. Nicht schaffe, welchen einzustecken. Das alles, während meine Mates komplett alles auseinandernehmen. Das ist, warum bin ich eigentlich Teamleader, wenn ich selber nicht austeilen kann? Ja, wir haben keine Gyrokrox mehr. Tragisch. Nein! Halt doch dein Maul. Okay, nett. Ich muss den sowieso wieder beleben. Weil ohne Absol geht's mir ziemlich schlecht in diesem Dungeon. Ach komm! Geh doch weg! Geh nach Hause! Und du bitte auch? Was willst du jetzt? Aufs Maul willst du, ich sehe schon. Ah, tut das weh. Tut das weh. Hast du nur 8 Ebenen drin und haben 2 Orbs? Scheiß verbraucht. Ja, Mann. Du gehst mir den Schritt zurück. Geil! Ach, ich die ja wenigstens sogar Schaden mit Aquaknarre gegen Stein. Das war jetzt ein ganz interessanter Move von Absol, aber hey. Für Lunastein reicht's eh. Dreifaches Tempo, alles klar. How about no? Wenn einfach beide Tritte verfehlen. Mach. Nein, mach du mal.
easy. Ich mache auch gerade einfach mal dich zum Anführer, weil Absol ist eh viel stärker. Ich hätte einfach nur nach unten gehen müssen. Alter, Geist-Pokémon halten hier gar nichts aus gegen den. Ach, du also auch? Okay, nett. Was habe ich bekommen? Teambeleber-Orb, nice. Sieht aus, als möchtest du einen Schlitzer haben. Oder einfach eine Glut. Geht auch. Fähigkeiten schwer auf. Kann man machen, I guess. How about no? How about no? Hast schon. Okay, du hast vielleicht nicht. Geh du mal nach vorne. Direkt dahinter. Nice. Level 32. Damit kann man doch arbeiten. Stopp ab. Sehr schön. Wieder auf dich hier. Ah, ich habe noch keine Aquaknarre, ich Vollidiot. Ja, die nehmen ihn halt komplett auseinander. Hauptsache Steinpolitur, ne? How about no? Glaube ich. Ja, geil. Good job, Nie. How about this? Dämliche Bitch. Eilkraftorb. Was macht ein Eilkraftorb? Aha, besonders nützlich bei Bosskämpfen. Ich hoffe, das funktioniert auch tatsächlich bei Bosskämpfen. Dann hat nicht wieder so eine komische Restriction wie im Originalteil. Dein Ernst jetzt, warum verzählst du das? So fehlt doch sonst. So unglaublich viel Schaden, ohne Scheiß. So, zuallererst mal. Wenn wir den schon wieder haben. Ich möchte meinen Mate wieder. An der Stelle natürlich viel Spaß an Wiki bei Animal Crossing. Animal Crossing ist ein tolles Spiel, jeder sollte Animal Crossing spielen. Machen wir mal so. No. Halt dein Maul.
Du hast nicht meinen Kollegen vermöbelt. How about no? Dann jetzt Level 33, sehr schön. Du möchtest nach Hause. Ich sehe dir das an. Das ging überraschend schnell. Tut mir leid, komisches, fliegendes Wolkentaubsi, was auch immer. Ich weiß nicht mehr auswendig, wie das heißt. Okay, es ist weniger effektiv. Es regnet noch. Das bedeutet, es dealt einfach noch weniger Schaden. Aber hey. Es trifft wenigstens. Frage wäre sehr schön. Absol hat einen Beliebersamen gefunden. Das freut mich natürlich. Also, diese AP-Auffüller-Fähigkeit ist halt echt übertrieben gut. Ich hätte schon wieder einen kompletten Top-Adder mit Glück aufgebraucht, wenn das nicht wäre. Oder? Ach nö, oder? Ah, er trifft sogar. Hey, du hast wieder geheilt, Kappa. Das ist echt uncool. How about no? Hey, der Schaden. So, zwei Räume noch. Nevermind, es ist nur noch einer. Sichtsame. Ich weiß nicht, wie nützlich der jetzt ist, aber okay. Altaria setzt Heilmein. Die Wichser verbünden sich allen Ernstes gegen mich. Was ist dein Heiler? Hä? Da hilft ja auch Tanzen nix. Eine Attackensperre. Ist es dein Ernst? Warum genau? Irgendwas ist da nicht richtig. Also, ich meine, Geist-Pokémon kriegen davon nicht aufs Maul. Das. Irgendwie verstehe ich das. Belebersamen, sehr schön. Aber du. Okay, die Attacke ist gar nicht so stark, wie ich dachte. Zumindest nicht gegen den. Gegen dich vielleicht? Sich sehen lassen. Ich möchte die aber jetzt auch nicht unbedingt verschwenden. Aber das war wieder so ein richtiger Profi-Move.
nice. Ja, er bleibt natürlich stehen, weil warum auch nicht? Ich glaube, es hat sogar funktioniert. Interessant. Und zwar geht bitte mal zurück. Okay, dann. Er hat eine Runde ausgehalten. Geil. Bodyguard. Vor negativen Zuständen geschützt. Okay, nett. Nur bringen negative Zustände nichts, wenn Tod nicht als negativer Zustand zählt, was? Widerstandsfähiger gegen Spezialattacken. Okay, zum Glück habe ich physische Attacken. How about no? So, was genau möchtest du eigentlich von mir? Hab ich dir erlaubt, mir auf die Nerven zu gehen? Das ist kein Ding. Ich nehme dich nämlich mit der Attacke auseinander. Und schon ist das Problem gelöst. Passt schon. Ich meine, ich könnte noch ein paar Sinelbeeren ohnehin mal verteilen, wenn die Leute low sind in Kämpfen. Einfach weil es da die 10 HP mehr dazu gibt, was glaube ich auch ganz witzig wäre. Gerade bei einem derart starken Pokémon wie Absol möchte man eigentlich, dass es so lange wie möglich durchhält. Habe ich recht? Okay. Magen leer, dann wechseln wir. Ach, im Ernst. Das Schaden ist nach wie vor non-existent. Gut zu wissen. So, meine Attacken sind jetzt also stärker, limitsfähiger. Das war jetzt vielleicht auch nicht der beste Move. Okay. Volltreffer, 30 Schaden. Der Regen ist wirklich effektiv. Leute, warum geht ihr nicht raus aus diesem hässlichen... Ich hoffe, das hört man jetzt nicht zu sehr, aber hier fliegt gerade ein Militärhubschrauber durch. Ich sehe es gerade an der Soundspur, man hört es ziemlich deutlich. Noch ein Altaria. Geh mir doch nicht auf die Nerven.
Sandsturm. How about no? Kann das sein, dass ich gar nicht geheilt werde? Ach Mann. Also Wettereffekte bei den Regenerationen aussetzt, sind halt echt böse. Allgemein Statuseffekte. Schon wieder ein Sandsturm. Ja, geil. Genau das, was wir gebraucht haben. Zerlegt. Sorry, was wolltest du? Ach, die Schützer. Kannst du haben, gleich zweimal. Erstmal nicht, denn die Treppe wird genau davon auf uns warten. Tut sie tatsächlich. Wow, ich bin überrascht. Und Hagel. Super. Vom Regen in die Traufe oder vom Sandsturm in den Hagelsturm. Geh bitte weg. Ich mag dich nämlich nicht. Du bist doof, du bist ein Map-Mogli. Schieb dich mal zu dem hin. Aber für den epischen Erstangriff. Zerklopp. Okay, kann man machen. Ich möchte eigentlich nicht auf die Pokémon draufrennen, also... Hi, na? Wer bist du? Was geht bei dir? Warum stehst du mir im Weg? Wurmmod. Toller Name. Ganz toller Name, Game Freak. Reicht das? Jawohl. Und tschüss. Und natürlich wieder im letzten Raum, in dem man sucht. Die Treppe. Ich glaube, ich habe gleich genug Top-Äther, um... Mama. Er weiß hoffentlich, dass wir keine Flug-Pokémon... Also, offensichtlich weiß es nicht, aber... Es wäre eigentlich ganz nützlich, wenn Zwerglob wissen würde, dass wir keine Flug-Pokémon sind, weil... Ich glaube nicht, dass Erdanziehung da so viel bringt. Ich meine, ich kenne jetzt die Attacke nicht, aber es klingt irgendwie so, als wäre das irgendwie... krass darauf bezogen. Monsterraum. Ich weiß nicht, ob ich den möchte.
Ja, genau. Nein. Schon. Sorry, die Belebersamen save ich. Das nervt doch nicht, Spiel. Ja, super. Geil. Danke, Spiel. Raus. Das ist kein Ding, wir machen das gerne auf diese Art. Also, wie viel Belebesamen habe ich noch? 2. Ja, cool. Es hat einen kleinen Fehler und verlierst direkt super wichtige Items. Einfach weil das Spiel so denkt, es hätte für jeden Dreck gleich einen Mittelfinger ins Gesicht. Hat eigentlich jedes Pokémon hier Agilität drauf? Will ich wirklich den Teambeleber auch schon einsetzen? Eigentlich nicht, oder? Warum dealt Aufruhr Schaden? Seit wann dealt Aufruhr Schaden?
Ach ja, natürlich. Ich habe keine einzige Attacke mehr, die überhaupt Schaden an ihm dealt. Warum sollte ich auch eine Attacke haben, die Schaden dealt? Idee, verfehl einfach alles. Jetzt weißt du genau, wie es mir immer geht. Bin ich jetzt so gesehen eigentlich gar nicht so schlecht. Alter, was ist das? Warum ist das so? Ach, Mann. Ich könnte Komplexe kriegen manchmal. Was ist unnötig? Das ist unnötig. Das ist unnötig. Das ist unnötig. Das ist unnötig. Das ist ziemlich lahm. Ja, passt erstmal. Bitte sag mir, du hast noch Teambeleber-Orbs. Sieht schlecht aus. Was auf jeden Fall noch hart sind Siebelbeeren, den ich halt nicht geizen darf. Das Ganze machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.